Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legion TD2 mit dem Scroll. Hallo, liebe Leute. Und wir spielen wieder Mastermind Only. Ja. Mastermind Only. Da nehme ich. Oh, das wird eine komische Runde. Ich habe mal wieder den Antler seit langem. Na, ja, ich auch. Der kommt auf jeden Fall weg. Ich könnte Spawner spielen. Ich hab Gott, ich hab keine Ahnung mehr. Wir haben den Villain, Pressed Attack und Alliance als Legion Spell. Oh, ich habe eine noch zu viel. Das bedeutet auf jeden Fall ein Antler hinstellen. Ach komm. Es wird jetzt ein bisschen teuer, aber das ist okay. Ja, ja. Ich hab direkt mit dem Antler gestartet. Ich weiß gar nicht, ob der noch zwei Waves hält. Ich werde es ausprobieren. Ja, ich auch. Weil ich habe keine Tier-1-Einheit jetzt genommen, aber mit Absicht, weil ich nämlich die Summoner-Kombo habe. Also ich habe hier Lord of Death, Gateguard und Disciple. Ah, naja, wurden ja gebufft, die Gateguards. Ja, aber die Disciples sind ja genervt, das ist ja ein bisschen doof halt. Ja, das stimmt. So, wem schicke ich denn blau? Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr cool. Und außerdem habe ich halt die Archer. Obwohl, die Archer wurden ja auch genervt. Ah, ich hätte die vielleicht... Die dauernd genervt. Ja, ja. Das stimmt. Ah, ne, die Archer oder die Fire... Die Ranger oder die Fire Archer? Nee, die Ranger habe ich. Aber die wurden auch genervt. Ja, gut, aber bei denen ist nicht so schlimm. Die stacken ja gemeinsam. Ja, ja. Und ich habe halt keine... Ich habe halt als... Ich weiß nicht, ob das so smart war. Ich habe den Millennium als Arcane-Ding mitgenommen. Als letztes. Ich hätte sonst. Ich hätte tatsächlich den Gargoyle gehabt. Aber ich finde Millennium einfach besser. Und wenn ich halt jetzt eine Wave halt da liegt, dann ist das auch nicht so problematisch. Ja, ich weiß nicht, ob der Millennium so ein guter Tank ist. Naja, Arcane-Tank und hat die höchste Life. Also theoretisch schon. Ja, theoretisch schon. Ja. Werden sehen. Ja, eben. Wir werden jetzt erstmal sehen, ob ich zwei Waves halte, ob der Antler zwei Waves hält. Also das ist jetzt erstmal wichtig. Wem schicke ich denn überhaupt? Ich schicke Rot. Rot senden. Ja, der Rote hat aber... Ja, der hat Rot uns hingestellt. Der Brute wäre halt hier ganz schön stark. Ja. Aber die reicht nicht. Naja, ich habe auch lieber einen Fiend geschickt. Also bei dir bringt der Fiend wahrscheinlich nicht so viel. Ja, die Water Elementals sind halt echt stark. Immer noch. Gott sei Dank. Income noch gekriegt. Ich hab schnell was getrunken. Ja. Denn, liebe Kinder, trinken ist wichtig. Ja, ist gut für den Rücken. Und für die Gesundheit allgemein. Nee, das ist eine Lüge. Okay, das kann jetzt entweder krass in die Hose gehen oder es reicht halt vollkommen aus. Entweder kommt ein Streich mit so durch oder nicht. Ja, ist richtig. Aber so wie es aussieht... Ah, das Fiend wird gefokust tatsächlich. Das finde ich gut. Ja, aber das Fiend hat leider echt viel Schaden gefressen. Das Fiend hat halt wirklich viel Schaden gefressen und auch viel gemacht. Ja, aber es wird nicht so viel durchkommen wie eigentlich... Ja, es kommt ein bisschen was durch, aber das ist okay. Warte, meine liegt nicht, aber fast. Ja. Da kommt ein kleiner Streichel zu. Ja, es sind aber nicht so viele, es sind nur 8 Stück von... Wie viele werden gesendet in der Wave? Oh, da frickst du mich so. Ich weiß gerade, wo man das mehr sieht. Schon ewig her. 18 Stück. 18 Stück werden gesendet. Also ist nicht mal die Hälfte, also von dem ist das alles cool. Und die nächste Wave ist ja, die halte ich ja wieder relativ gut. Ich gehe ja tatsächlich auf eine Daphne. Oh nein, ich habe zu wenig Gold für eine Daphne. Naja, dann gehe ich auf den Gateguard. Gateguard. Naja, ich gehe Water Elementals erstmal. Du brauchst nur 2 Stück eigentlich, gell?
Empfohlen wird ja 3. Ich weiß nicht, ob es 2 Rogue Ward oder 2 Fire Elementals. Wie kommst du auf 3? Ich dachte eigentlich immer, es waren 2 Stück. Eine Rogue, eine Fire und das reicht schon, weil die Combo ist ja damit schon vollständig. In irgendwelchen Kommentaren habe ich gelesen, dass der Proc von dem einen wichtiger ist als von dem anderen. Ja, von der Rogue Wave ist der Proc wichtiger. Weil die Rogue Wave macht, wenn ich es richtig weiß, nämlich, dass der Damage gespreadet wird. Kannst du einfach nochmal nachlesen. Na, da steht halt. Naja, Delusion tut es. Da muss ich halt einen Gegner anvisieren, um zu gucken, was es genau macht. Na. Ignited. Achso, wenn es mit Combustion zusammen ist, igniten die dann, ja, okay. Liegt unsere? Nee, der liegt nicht. Nee. Alter, der close. Der Gegner? Lol. Ja. Nein, ich hab zu früh gesendet. So. Weil ich jetzt schon 4 gedrückt hatte. Ich hätte locker eine Brood senden können. Na gut, wenn der da oben wirklich liegt, ja. Ja, der naja, tut er ja auch. Ne? Natürlich liegt er. Kann ich den senden? Was ist das für eine tolle Wave? Ach ja, die Boss-Wave. Ja, ich bin jetzt nochmal auf den Worker gegangen. 3 Worker sind okay. Hermit vor der Win, Alter, Hermit schon. Nice. Ich hab Boss ist jetzt zu lange gespart. Ja, der hat nur Butchers und Tanks hat er bis jetzt nur. Man merkt halt schon, dass wir echt lange dieses Spiel schon nicht mehr gespielt haben, hey. Ja. Frage, reicht ein Tank aus? Ich kriege keine Tanks mehr. Bin ich Gold, nur ich hätte. Bass Action, alles gut. Ich weiß echt nicht, ob das so die smarteste der Idee war, die T1-Einheit einfach wegzulassen. Naja. Es kommt darauf an, was du für welche zur Auswahl hattest. Die Pewies, die Protons und ja. Ja gut, Pewies sind halt. Ja, Pewies wären halt 6 und 7 Saves. Halt, ja. Protons sind halt Allrounder, aber auch nicht gut wirklich lange. Die sind halt wirklich nicht über lange Zeit gut. Das stimmt halt wirklich. Die sind halt über lange Zeit werden die halt immer schlechter. Und zwar hart schlechter, könnte man fast schon sagen. Haben sie eigentlich nochmal was an der Dragon Turtle gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee. Soweit ich weiß nicht. Oh nein, sie töten leider meinen. Nein! Oh, er hat überlebt! 17 HP. Er liegt wieder nicht, trotz Hermit. Aber bei noch ist nicht vorbei. Ja, aber. Hermit, you can't do it. Ja, ja, aber sich dagegen scheiße. Der hielt sich doch. Ja, richtig. Ja, fuck. Okay, einer von uns hat auf jeden Fall geleakt. Der Gegner, der rechte. Einer von den Gegnern hat gilt. Ne, warte mal. Nee, doch, einer von uns. Ah, fuck. Der grüne. Ich sende einfach mal 4 ins. Ich sende eine Brute und eine Snail. Die Rokos. Die sind halt böse. Hallo. Sollte reichen. Schon wieder eine Dragon Turtle. Alter, wie die einfach die Stacks auf meinen Antler drauf ziehen, hey, wow. Ja, gut, es ist. Deine einzige Fronteinheit, oder? Nee, ich hatte noch gerade bis gerade eben noch einen Gate Guard, aber der ist halt relativ schnell hat er den Abflug gemacht. Ah, okay. Ja, mein Gegner hat geleakt. Die Brute ist halt okay. Ah, die Brute ist. Ich weiß gar nicht, aber die hat doch gar keinen. Ah, aber die slowt ja. Die slowt jetzt, ja. Mit jedem Stack. Ist halt echt stark. Aber das ist gut, dass du den zum Leaken gebracht hast, weil dann sende ich nämlich jetzt direkt erstmal einen Dino dazu. Ich muss halt hier jetzt über den Damage das gewinnen und nicht über die Arcane Resistance. Aber es sollte trotzdem klappen, denke ich. Weil ich halt wirklich viel Damage habe.
Also ich meine, du musst mal überlegen, dass ich halt einfach Archer und Disciplesser. Warum läuft eigentlich bei mir die Musik so leise? Die ist sogar auf 50. Bei mir ist die Musik tatsächlich auch echt leise. Haben sie vielleicht die Musik an sich Auf 70. angepasst? Ja, die Musik auf 90. Ja, ich stelle die auch mal ganz kurz um. Okay, die haben meinen Endler zerrissen, die Wave. Hab ich nicht erwartet. Na, Okay, die Aufnahme läuft, ne? Ja, okay, aber die. Ah, jetzt kommt die, jetzt kommt der Beat sogar direkt. Perfekt. Das ist deiner, der da liegt, oder? Ja. Good job. Was hat denn meiner inzwischen? Alter, meine hat einfach voll viele Water Elementals. Ja, aber wenn es nicht ausputzen, sind die nicht mehr lange gut. Und zweimal Mudmans. Alter, da renne ich Ja, jetzt gleich drüber. der hat auch ein paar Protons vorne stehen, das habe ich noch vorhin gesehen. Da werde ich jetzt hoffentlich gleich drüber rennen. Ja, wie gesagt, wenn er die nicht ausbaut, sind die echt scheiße. Na, no, so sehe ich das nämlich auch. Okay, 141. 141. So, mal das. Ja, ich brauche unbedingt noch ein Endler. Ich brauche mehr Endler. Ich habe das mein einziger Tank. Ja und? Ja, aber er ist halt bei Magic Waves ist der halt RIP. Ja, das ist richtig, aber jetzt ist die Frage. Alter, der Beat. Ich habe ja das einfach. Ich habe noch Elementals, die halten ja ganz gut was aus Ja, gegen gegen die. die auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt mal einen Dino gekriegt. Alter, der war direkt tot. Weil deine hab ich auch gekriegt. Dann kriegen sie nicht so schnell down. Ja, deine Water Elementals werden das halt einfach machen. Ja, gut, dies verlass. Reiner hat die Elementals noch nicht ausgebaut. Gar nichts ausgebaut, er baut einfach nur. Ja, das könnte echt von Vorteil sein für mich. Masse LOL! Stufenklasse. Guck dir mal die Leak hier an. Oh, kleiner Streichel. Ah ja, das sind vier, einfach vier Lizards. Hat er ein bisschen zu früh die Lizard Army gesendet oder wie? Nein, aber es funktioniert. Der liegt ja schon auch schon die ganze Zeit, der Typ. Ja, vor allen Dingen funktioniert das halt echt gut. Ich werde jetzt anfangen, seine Ding zu zerreißen, weil die Water Elementals, die sind halt echt schlecht gegen Fortified. Deswegen schicke ich da jetzt erstmal schön einen Hermit mit. Und es könnte, Oh, Leute. wenn es gut läuft, ne, es wird kein Boss Damage, aber es wird auf jeden Fall Geld geben. Nämlich alle geleakt außer deiner. Ja, meine Water Elemental Army, die steht halt vom Gegner echt safe, ey. Ja, aber ich habe tatsächlich auch diese Runde einfach gar nichts gesendet irgendwie. Ich musste halt auf Supplies gehen, das war wichtig. Ich habe auch nichts gesendet und dem trotzdem eigentlich fast alle geleakt. Heavy. Was ist denn aus den Legion TD2-Spielern von früher geworden, die nie geleakt haben? Ja, alle ausgestorben sind hier. Es war halt echt krass, solche Leute gab es halt wirklich eine Zeit lang. Die haben halt nie geleakt einfach. So, Zeit für einen neuen Tank. Ich send mal Safety Mall. Ja, fuck, die Water Elementals hier zu setzen, war vielleicht keine gute Idee. Ich habe jetzt auch was komplett anderes eigentlich geschickt, gemacht, als ich machen wollte. Aber egal. Drake habe Egal. ich gekriegt. Was ist denn Drake? Drake hat. Drake ist hier tatsächlich nicht so unsmart, muss ich sagen. Alter, guck dir das mal an! Meiner hat inzwischen 1, 2, 3, 4, 5 Mudmans. Ja, er geht. Ja, keine Ahnung, was der da treibt. Ja, verdammt, hat meiner ein Dings. Nightmare. Also, das habe ich geleakt. Alter, warum habe ich manchmal so harte Lags? Hast du das auch? Manchmal, ja. Leute, du hast das aber richtig hart geleakt. Ja, es ist. Ich bin zu sehr auf die Elementals gegangen. Die machen halt da nicht so viel Damage. Ja, überhaupt nicht. Deine Ranger-Armee macht aber auch kein Damage. Meine? Du bist doch orange, oder? Ja, ich bin orange. Nee, die macht auch nicht so viel Damage, aber sie ist gut. Auf jeden Fall. Das ist richtig. Oh fuck, wir hätten es senden müssen. Nee, alles gut. Wo steht es hier? Swift. Swift, Swift, Swift. Da, 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 da.
Ich mach einen Klopper. Sendest du zwei Lizards? Ich würde gern mehr senden, aber das schaffe ich leider nicht mehr. Ja, ich send zwei Stück und eine Snail. Ein Hermit sende ich noch und ein Fiend. Also zwei Lizards, einen Hermit und einen Fiend schicken können? Ja, aber ich hab's ja von der Zeit her nicht geschafft. Aua, mein Antler. Au, 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 au. Oh, das wird nicht gut. Nee, du darfst es nicht leaken, Storm. Ah, du leakst es aber hart. Ja, wie gesagt, der eine Antler ist halt zu wenig. Alter, die Madmans, die sind einfach insane. Meine hat aber auch geleakt. Mit allem, was ich mitgeschickt habe. Und der Alter, oh, mit 200 HP. Okay, ja. Ja, ich würde jetzt erstmal auf Tanky gehen. Mehr Aushalt. Der will auf. Auf was sollen wir eigentlich gehen? Gehst du auf den William? Ich überlegen, weil wenn wir jetzt auf 11 senden, bringt Press the Technics. Weil die 100 Gold auch geil wären jetzt am Anfang. Nee, ich glaube, ich gehe echt auf den William. Ja, werde ich auch machen. Schön meinen Antler zum Willen machen. Ach, da stimmt, der heißt Willen. Villain? Villain. Villain. Ist jetzt ist ausgesprochen, ja. Ja. Und zum White Man Ausbauen, so. Also ich mach meinen Villain, mach ich den. Mein Starcaller. Auch wenn er nicht mehr so stark ist, ist er trotzdem immer noch extrem gut, finde ich. Ja, ich meine, stark ist er ja immer noch. Er macht halt nur nicht mehr die Mana-Regeneration, ist nicht mehr so hoch. Stimmt, er selber ist ja immer noch stark, da hast du natürlich nee, vollkommen recht. Die Mana-Reg ist halt nicht so geil. Ja. Ah, 40 Gold. Also dann senden wir mal was Schönes, oder? Yep. Jetzt gucke ich nochmal, was hat meiner. Meiner hat sehr, sehr viele Tanks. Das heißt, er hat so ein Voreye wäre halt echt stark. Ja, also meiner kriegt auf jeden Fall ein Safety Maul, wobei ich mir da nicht sicher bin. Aber auf jeden Fall ein Safety Maul. Der ist ja okay, mein Bro. Bruh. Eine Brute. Und danach mal gucken, wie viel. Ich weiß nicht, ob ich das Voreye schaffe. Wenn einer leaken würde, würde ich es schaffen. Ah, nice, einer leakt bei uns. Tactical Leaks. Ich leake. Hallo, du auch. Okay, dann liegen zwei bei uns. Das ist okay, dann dürfte ich das schaffen. Ja, und die 4 sende ich noch so. Gut. Aufholen. Die Mantis sind Nahkämpfer, das ist echt gut. Oh nein, kämpft nicht zu schnell gegen die. Lasst euch Zeit. Sonst kriege ich kein Income. Ach fuck, ich krieg kein Income jetzt dafür. Ist das denn fucking ernst? Nein! Doch, es hat gereicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, huiuiui. 335. Nee, das lohnt sich hier nicht. Noch immer brauche ich noch Honeyflower. Yes. Gleich wieder auf Supplies gehen, hey. Ich auch. Ja. Ich gehe jetzt auf Supplies. Ja, ich muss sparen noch ein bisschen. Ich bin halt immer noch nicht hinterher, aber. Warum? Ja, mir fehlen, ich bin halt. Ja, aber der fehlt echt 200, hart. 100, 150 unter Value, will ich. Halte ich aber trotzdem easy, diesmal. Er hat jetzt angefangen, seine Waves auszubauen. Die fokussen jetzt gerade. Nein, nicht mein Voreye. No! Nein, die haben die Blut gefokust. Lecken sie mich doch am Arsch. Alter, meine Held hat echt insane einfach nur. Ich hab gehalten. Ja, aber da. Okay, läuft. Ah, ja, die Gegner haben drei Leute gespielt. Jo, ich seh's auch gerade. Und bei uns liegt keiner. Das ist sehr gut. Income. Aber hart. Das ist gut, weil dann komme ich jetzt vielleicht mal hinterher. Wave 15, er wurde ja gebufft. Ja, das ist richtig. Es gibt auf jeden Fall King Damage und das nicht wenig. Ja, auch nicht so weit vorlaufen, Leute. Oh nein, der Mole!
Oh Gott sei Dank, die wird nicht gefokust. Nein, nein. Die Lizards. Alle. Das Random Focus ist das ja jetzt beim King. Die haben den Intelligenzbonus von ihm rausgenommen, dass er intelligent fokust. Echt? Haben sie das echt gemacht? Ja, ja. Jetzt random focusen. Weil es irgendwie nicht funktioniert hat, nicht richtig, was die da vorhatten damit. Die wollten ja, dass der die Gegner intelligent rausnimmt. Also immer das Voreil zuerst oder alles, was halt bufft zuerst und sowas. Hat aber nie funktioniert. Nie wirklich. Also haben sie es auch rausgenommen. Ja, aber wenn es halt auch nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich das Schlauere, es einfach rauszunehmen, bevor sie es irgendwie immer schlimmer machen. Eben. So, jetzt bin ich... Ich hab's wieder eingeholt. Du hast mich eingeholt? Nein, ich habe wieder eingeholt. Ja, und das ist nicht schlecht. Aber ich kriege die am Arsch. Ja. Ich konnte ein bisschen was bauen. Na, du hast den Antler geupgradet und einen... den Fertilizer und meine Water Elementals fertig gemacht. Den Fertilizer hier. Was für den Dünger hast du gemacht? Gute Zahlen. Hey, mir wurde noch nie der Damage angezeigt. Ja, das sind Crits, die werden jetzt inzwischen angezeigt. Okay, der Fertilizer macht mit jedem Angriff einen Crit. Ja, ist das nicht seine Spezialität sogar? Das ist der der macht Magic Damage extra. Also ich muss auf jeden Fall noch mehr Tanks hinstellen, weil die halt der hat ja gar nichts sonst. Bei mir tankt jetzt gerade mein Starcaller einfach. Komm, kapiu! Hat's geschafft. Jeder hat's geschafft. Okay, nächste Wave dann senden. Ich muss mich jetzt schon auf Magic Dings umstellen. Ich habe gar keine Magic Defense, das ist echt dauerhaft. Fuck, die brauche ich ja auch noch. Oh no. Also ich werde dann einfach... Dark Mages bauen. Ah, das wird grau. Also Wave 15 wird grauenhaft. Ich habe halt nur die Water Elementals als Magic. Und die Dark Mages kriegen halt auch nur 100% Damage von denen. Weiß, andere kriegt auch einen Sack. Ah, ich hab jetzt mal. Ah, das ist aber nicht gut. Mein Tank bleibt halt hinten. Klar, es ist auch eine Range-Dude, also in dem. Ich tank mit seinem Tower, der halt alles so aufeinander. Ja, was soll ich meinem senden? Das ist mega dumm. Ich kann eigentlich echt schlecht senden. Obwohl, die machen alle Pierce-Damage, gell? Pierce-Damage ist eigentlich echt schlecht gegen meinen Dude. Ja, ansonsten halt Auren. Ja. Und sowas halt. Ich glaube, Auren werden echt diesmal nicht schlecht. Ich brauche unbedingt Tanks bauen. Besonders jetzt. Hast du einen Spell-Tank? Nein. Wie gesagt, das Einzige, was Spell-Damage abhält, ist halt meine Elementals. Meine Aqua-Spirits. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, der Rechte von den Gegner, der wird auf jeden Fall die Wave 18 halten, wenn es dumm läuft. Ja, der ist nicht schlecht. Ne, der hat vor allen Dingen halt schon mega viele mega viele Lord of Deaths. Wenn er die ausbaut, dann wird er die Wave auf jeden Fall weghauen ohne Ende. Also das wird nochmal ein bisschen close. Wobei 19 ja jetzt die Dire Toads sind, nicht mehr die Vale Sheaves. Ja, aber trotzdem. Ich denke ja trotzdem, dass er da relativ gut Sachen machen kann. Also auf jeden Fall. So, nochmal zwei Antler müssten nicht reichen. Ja, ich muss auf die nächsten Waves auch mal meinen Antler buffen. Guck dir mal meine schöne Form an, Storm. Die wird jetzt bald noch gleichmäßig ausgebaut. Naja. Warum nicht? Wenn es funktioniert, funktioniert es, ne? Ja, der hat natürlich alles rausgehauen. Das war nicht so smart, Dude. Man sollte nicht alles immer raushauen. Man braucht auch manchmal Supplies. Hat ja vor zu gewinnen, die Runde. Oh, weiß ich nicht, ob das klappen wird. Auch nicht. Also bei mir wird es halt mega schwierig wieder mit dem Leak, habe ich immer so das Gefühl. Obwohl die Quadrapusses machen, oh, die räumen halt die Dinge richtig hart ab hier. Ja, mein Centaur ist instant gestorben. Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwas durchkommen wird bei dem. Obwohl, oh, die machen schon einen guten Job, hey. Also sie räumen ganz gut auf. Doch, das dürfte ein Leak werden. Oh, doch, das wird ein Leak. Ja, bei mir glaube ich auch. Ich hätte es nicht gedacht, weil die haben halt echt lange gekämpft, weil der hat 20.000 Gate Guards hier geleakt. Deiner wird. Ja, bei dir wird's echt hart. Nee, deiner wird nicht liegen. Doch! Nein, wird er nicht, der Starcaller ist zu krass. Oder? Und nee, jetzt kriegt er doppelt, jetzt kriegt er ist okay. Komm! Aber das Problem ist, der könnte, wenn er den Mold gets crittet. Oh Gott, dann liegt er nicht. Macht nix. Die Waves sind alle durch von uns. Ja, warte mal, das schaffe ich trotzdem noch.
Spannender Kampf hier oben auf der Lane. Ja, und jetzt gucken wir uns mal lieber den Bosskampf an unten. Ja, weil ich habe meine Lane jetzt auch noch gewonnen hier. Easy. Aber es wird trotzdem nicht reichen, denke ich. Naja, wahrscheinlich nicht. Oh, bei. Obwohl, der kriegt echt gut Damage, ey. Aber es sind nur noch 8 Stück. Na, wird zu knapp, glaube ich. Der wird noch einmal. Der wird noch einmal sein. Guck mal, da kommt mein einer jetzt noch an. Ja, der zündet jetzt noch einmal sein Ulti und dann fallen halt auch die meisten leider um. Ja, wird leider nicht reichen. Aber es sollte auf jeden Fall bald in Richtung Win gehen. So, was können wir denn noch machen? Ein Hades. Sollen wir Pressure senden oder senden wir auf 18? Storm? Ich glaube, dein Mikro tut wieder nicht. Ah, okay. Du willst auf 18 senden, alles klar. Ja, liebe Leute, das ist so, beim Storm... Okay. Jetzt wieder. Da beim Storm funktioniert manchmal das Headset leider nicht. Aus Gründen, die niemandem bekannt sind. Wahrscheinlich ist ja, es... Ja, ich weiß, so einen Kraken habe ich gesendet bekommen. Echt einen Kraken? Ja. Du hast 5... Lol, wie groß einfach dein... dein White Main einfach ist. Ja. Der ist einfach größer als der Kraken, ey. Ja, das werde ich wahrscheinlich liegen. Aber wer kann es mir verdienen? Ja. es könnte bei mir tatsächlich auch passieren, dass ich das liege. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Nee, du legst es nicht. Ich schon, ja. Kraken ist halt echt gemein. Kraken ist halt, ich finde halt, eigentlich finde ich trotzdem, der Kraken ist trotzdem zu schwach für das, was er kostet. Ja, ich meine, er tut Magic Spells halbieren, aber ich habe gar kein Magic Spell, weil ja. Die zum Beispiel stehen, also bringt es im Endeffekt den Leuten ja gar nichts. Das ist ja halt gut gegen Starcaller und sowas. Plus 0? plus 0. Achso, weil ich ja keine Gegner, das sind ja mal. Ich krieg kein Geld dafür von der geleakten Wave von mir. Warum? Da steht plus 0. Ja, tja. Was weißt du nicht, warum? Ah, schön. Jetzt von jetzt senden wir, ne? Ja, die jetzt in der Wave senden. Jetzt noch nicht, aber in der Wave. Ja, stimmt. Kommt ja noch eine Wave. Nur 60 Gold. Not enough gold. Not enough gold. Wie viel Mythium hast du gerade so? 330. Ich habe jetzt seit vorhin keine Worker mehr gebaut. Aus Gründen. Ja, aber du bist vom Value jetzt auf jeden Fall über uns allen. Ja, ich habe auch alles, was ich hatte, in Fighter gesteckt. 3 White Mains, Alter. Ja, und das reicht trotzdem alles nicht. Ich habe einen Centaur gekriegt einfach. Und dann hat einfach nichts gesendet, alles klar. Ja, das wird, könnte mein Tod sein. Senden wir ein. Ach, was? Payman, send ich. Ich hab einen Schamane, einen Pack Leader. Ja, ich halte das auch easy, hä? Also, obwohl sie langsam echt mal auf den Centaur gehen sollten. Das ist halt echt nicht so ein cooler Dude, hä? Einer der Gegner hat geleakt. Guck mal noch. Ja, aber das dürfte trotzdem nichts bringen. Nee, natürlich, weil die haben alle gehypt. Guck, meiner hat einfach die Gate Guard Armee des Todes, aber wenn ich den Centaur schicke, stirbt der instant. Hä, hey, eigentlich müsste doch die Gate Guards müssen doch. Der Centaur müsste doch über OP gegen die Gate Guards sein. Ja, aber er hat ja noch Nightmares da stehen und so ein Scheiß, also die werden dann übel zerrippt. Die werden übel geschlitzt, ja, das stimmt natürlich. Ja. Das ist das Problem. Kommst du auf das Value von 5000? Nein, weil ich ab Supplies gehen muss. Scheiße, ich hab vergessen, dass ich Supplies gehen muss. Oh, das ist natürlich sad, Storm. Ja, das ist richtig sad. Scheiße. Oh, ich kann meine Bienen ausbauen. Nice. Baue ich jetzt noch lieber eine Biene. Bau die aus. Ich sende jetzt vorsichtshalber mal nicht noch einen Hermit. Ich habe einen Hermit noch mit reingehauen. Meiner kriegt komplette Aura-Power. Komm ich nicht auf die... Ich wäre locker hochgekommen auf das Value. Alter, ich niemals. Ich bin bei 4,8. Ich habe noch 500 Gold übrig und bin bei 4,7. Komm schon, du kannst das halten.
sieht halt echt gut aus. Ja, ich glaube, ich werde es halten. Die haben meine, die haben meinen Willen nicht gefokust. Ich habe dich halte. Meiner liegt. Mann, bin ich gut. Ja, die Gegner liegen alle. Ich halte easy. Storm, herzlichen Glückwunsch. Dies ist ein GG. Seid echt ein GG. Alter, endlich mal wieder so einen schönen Sieg hier. Seid echt ein schöner Sieg. Nice. Alter Vater. Woo! Schön, freut mich. Wenn man einfach mal keine Scheiße baut, wie ich es sonst immer mache, ja, kann das auch was werden. Ja, vor allen Dingen, Leute, eine ist auf Gold gegangen. Ja, und der andere auf Pressed Attack. Aber guck dir das einfach mal an, wie der Phoenix, also meiner, hat echt gut gehalten. Das ist auch der beste Spieler bei denen drüben gewesen. Aber der Rest, der war halt echt einfach schlecht. Also, ist jetzt nicht böse oder sowas gemeint, aber... Die waren halt wirklich kacke. Es ist halt leider so. Ja, nee, ich verstehe nicht. Warte mal, wir können uns doch theoretisch angucken, wie die denn gebaut haben. Builds. Welcher war das? Der Lilane. Der ist ganz links und... Ja, guck dir das mal von dem Lilanen an. Das allerletzte Build. Der hatte einfach nur... Der hatte keine Damage-Dealer. Der hatte als Damage-Dealer die Nightmares... 2, 3. Nightmares hatte der, er. Der hatte keine wirklichen. Der hatte keinen Pierce Damage. Außer ich glaube, der Nightmares Pierce Damage. Glaub auch sogar. Nee, der Heat Death ist. Wie heißt das komische andere, was so selten da ist? Ja, der hat auch keinen Pierce Damage auf jeden Fall. Wen meinst du jetzt gerade? Den Heat Chef und den. Ach so, ja, der Butcher. Hat halt. Der Bud, die haben halt keine. Der hat ja keinen Pierce Damage gehabt, gar keinen. Nee. Außer halt natürlich den Nightmare. Dann. Ja, das war halt einfach. Ich glaube, das war tatsächlich dem sein Fehler, warum er nicht hinterhergekommen ist. Weil Pierce Damage ist einfach super important. Das ist richtig. Ja, Storm, es war deine Folge. Ja, es war auch eine schöne Folge. Ja, das ist, stimme ich dir vollkommen zu, lieber Storm. Leute, dann danke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.